Tabitha Drautz ist 27 Jahre alt und pilgert oft auf dem Martinusweg. Während der Corona-Pandemie meistens bei sich in der Nähe, zum Beispiel beim Blühenden Barock in Ludwigsburg. Auf der einen Seite sind viele Leute hier tagtäglich und man hat aber auch die Möglichkeit, sich eine ruhige Ecke zu suchen, beziehungsweise es weiß nicht jeder, dass hier der Martinusweg langläuft. Das erste Mal war Tabitha Drautz als Notfallhelferin auf dem Martinusweg. Ich arbeite im Marienhospital in Stuttgart und da kam dann eine Ordensschwester auf mich zu und meinte so, ja, Sie sind doch Krankenschwester, es wäre doch was vielleicht für Sie, wenn Sie auf der nächsten Diözesanwallfahrt mitgehen. Sie hat das jahrelang gemacht als Krankenschwester und jetzt wäre doch an der Zeit, das mal zu übergeben und ja. Jetzt geht sie häufig pilgern. Zum Beispiel auf der Pilgerwoche der Martinusgemeinschaft. Das gibt ihr viel, gerade wenn es darum geht, mit ihren Corona-Langzeitfolgen klarzukommen. Körperliche Schwäche, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Dass man Probleme, die man jetzt nicht unbedingt lösen kann, dass man dann anderen Umgang damit bekommt. Dass man vielleicht den einen oder anderen Tipp dafür bekommt, gerade durch einen Impuls, wie man dann damit umgehen kann. Dass man dann einfach besser in den Alltag wieder gehen kann, ja, gelassener wird. Trotzdem ist Pilgern für junge Menschen nicht gerade gewöhnlich. Das Umfeld reagiert unterschiedlich. Manche sagen, hey, ja klar, cool, mach das. Das ist super schön, dass du das machst. Und ja, das heißt ja doch eher so, ist meistens was für Ältere, die gegenteilige Meinung höre ich natürlich auch, so wie, was machst du, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch nie gemacht. Und dann kommt eben auch diese Frage, was, also Wandern kenne ich, mache ich zwar nicht, aber okay, kann ich mir das drunter vorstellen. Und dann kommt von dem einen oder anderen doch mal die Nachfrage, was ist das eigentlich, was ist der Unterschied von Wandern und Pilgern. Der spirituelle Impuls ist nicht der einzige Unterschied. Wandern ist zwar auch ein auf dem Weg sein, aber anders. Also man muss es vielleicht einfach mal mitmachen, um zu wissen, was man da genau meint. Für Tabitha Drautz ist das Alter beim Pilgern jedenfalls unwichtig. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Kann man auch sprichwörtlich seinen Rucksack nehmen. Der eine hat einen größeren, der andere einen kleineren zu tragen. Jeder möchte ja als Pilger unterwegs sein und morgens loslaufen und abends gesund ankommen und da ist es egal, wie alt man ist und ja, auf jedem Weg erlebt man dann ein Stück auch seines eigenen Lebensweges und seines inneren Weges. Dieser Weg kann am blühenden Barock und an anderen schönen Orten des Martinuswegs vorbeiführen. Für Menschen jeden Alters.